Heute möchte ich euch ein ganz besonderes Projekt vorstellen. Ganz besonders deshalb, weil es die Möglichkeiten, die sich beim Tuning eurer Large Frame Vespa bieten, auf ein ganz neues Level gehoben hat. Es geht um den SIP BFA Motor für die Vespa Large Frame Modelle, hier in der stärksten Ausführung mit 306 Kubik. Das Motorgehäuse ist das Rückgrat eines jeden Motors. Es bestimmt zwar nur in zweiter Linie, wie viel Leistung der Motor abgeben kann, aber es bestimmt das Potenzial eures Motors. Es bestimmt, wie haltbar der Motor ist und was ihr für Komponenten verbauen könnt. Bei der Konstruktion dieses Motorgehäuses wurde besonders viel Wert darauf gelegt, dass alles sehr massiv ausgeführt ist, damit es möglichst viel Kraft aufnehmen kann, dass alles sehr genau verarbeitet ist, damit die Komponenten auch besonders gut laufen und dass es ausreichend Fleisch bietet für weitreichende Tuningmaßnahmen. Als erstes fällt die große Dichtfläche auf für den Zylinder. In der Ausführung mit besonders großen Überströmen schon fertig angepasst an den 306 Kubik Zylinder. Aber hier ist genügend Platz, um jeden Zylinder unterzubringen, den man möchte. Das nächste ist die Positionierung des Einlasses. Ihr seht, hier ist ein besonders großer Membrankasten, der so angeordnet ist, dass das Gas direkt von dem Vergaser gerade in den Zylinder strömen kann. Auch von der Zündungsseite des Motors sieht man, dass alles wesentlich stabiler ausgeführt ist als beim Original, wesentlich mehr Leistungsreserven bietet. Als Zündung empfehlen wir euch die spezielle SIP-Wapel-Zündung, die wir extra für diesen Motor angepasst haben. Auch auf der Kupplungsseite ist unschwer zu erkennen, dass überall die Wandstärken, die Materialstärken sehr erhöht wurden, um einfach den Motor so zu gestalten, dass er eine wesentlich höhere Leistung aufnehmen kann. Aber das Wichtigste ist immer die Aufnahme der Nebenwelle und hierzu möchte ich euch einen kleinen Vergleich zeigen. Zum Vergleich habe ich hier mal ein originales Motorgehäuse dazugeholt. Ihr seht auf den ersten Blick, dass hier um die Nebenwellenaufnahme weniger Fleisch ist als beim BFA-Motor. Aber ein wichtiger Faktor ist natürlich auch immer, wie viel Fleisch über der Nebenwelle zur Verfügung steht. Beim Originalmotor messe ich da 3,5 mm. Und beim BFA sind es 4,8 mm. Und als nächstes möchte ich euch gerne den Motor einmal von innen zeigen, damit ihr seht, was da der Unterschied ist. Wie ihr gesehen habt, wird das Motorgehäuse mit normalen Schrauben verschraubt. In der dicken Hälfte sind Gewinde, sind Imbusschrauben und am Ende, wie im modernen Motorbau üblich, wird keine Dichtung verwendet, sondern nur Dichtmasse. Das Herzstück des Motors ist natürlich die Kurbelkammer. Die ist bei diesem Motor besonders groß ausgeführt. Ihr passt eine besonders große Kurbelwelle hinein und es ist Platz für besonders große Lager. Im Außendurchmesser entsprechen sie denen der Originallager, aber sie sind nochmal breiter ausgeführt und werden mit dem Festlager in der schmalen Motorhälfte geführt. Dieses sehr große Kurbelhaus ist auch etwas wirklich Besonderes auf dem Markt. Das unterscheidet diesen Motor von allen anderen, denn hier ist die Kurbelwelle sehr, sehr massiv ausgeführt. Das bringt das Gewicht dorthin, wo es hingehört, zwischen die Kurbelwellenlager, nicht nach außen auf das Polrad, sondern wirklich zwischen die Lager, was einen besonders ruhigen und stabilen Lauf ermöglicht und besondere Stabilität für hohe Leistungsreserven liefert. Gerade im Inneren des Motorgehäuses sind auch sehr schön die Verstärkungen zu sehen. Hier an der Stelle, in der großen Hälfte, ist gut zu erkennen, dass es wesentlich weniger Totraum gibt als in einem Originalmotorgehäuse, was die ganze Konstruktion extrem verstärkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Lagerung des Kickstarters. Der Kickstarter wird nicht einfach im Aluminium geführt, er wird in einem Nadellager geführt und von außen mit einem Wellendichtring abgedichtet. Sehr schön sind auch die breiteren Lagersitze der Kurbelwelle. Die Lager sind hier 16 mm breit. Das führt zu einer wesentlich höheren Traglast der Kurbelwellenlager. Interessant auch an dem Motorgehäuse, dass die Widerlager für die Hinterradbremse und für den Bautenzug, für die Kupplung separat verschraubt werden. Das hat den Vorteil, man schraubt das kaputte Teil ab und kann ein neues wieder hinschrauben und schon sind Gewinde und Widerlager wieder in Ordnung. Zum Schluss möchte ich euch noch auf zwei Dinge aufmerksam machen. Erstens ist der BFA-Motor durch seine sehr massive Bauweise ca. 2 cm breiter als ein originaler Motor. Das bedeutet, dass ihr unter Umständen die Seitenhaube ein wenig anpassen müsst. Das zweite ist, wir bieten das Motorgehäuse nicht nur für den 306er Zylinder an. Wir haben auch eine Variante mit 225 Kubik. Und ganz neu haben wir auch Varianten, auf denen originale Tuning-Zylinder für die PX200 verbaut werden können. Das seht ihr zum Beispiel hier.
Und wir haben auch eine Variante für die kleineren Zylinder von 125 bis 177 Kubik. All diese Varianten haben die gleichen Vorteile wie auch der große Motor. Es gibt eine schwere Kurbelwelle, die sehr laufruhig arbeitet. Alles ist sehr stabil verpackt und es gibt einen sehr schönen großen Einlass. Die Möglichkeiten, die euch dieser BFA-Motor bietet, sind wirklich ein ganz neues Niveau im Nahtram-Tuning. Leider kostet sowas auch immer ein wenig Geld, da es alles Kleinserienfertigung ist. Aber der Gegenwert, den ihr dafür bekommt, der ist auch wirklich sehr außergewöhnlich. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.